Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe einen kleinen Haul gemacht bei DM, also ein bisschen eingekauft und das wollte ich euch einmal zeigen. Ich hatte ja einen Nagellackentferner, also ich habe mir jetzt diesen bei DM gekauft und auch schon ausprobiert. Den finde ich richtig gut. Der soll nach Kokos duften, tut er auch ein bisschen. Natürlich riecht er trotzdem auch ganz stark nach Nagellackentferner. Aber er hat auch so einen Kokosduft. Aber darum ging mir das nicht, sondern ich hatte einen von Aldi und die sind jetzt neu mit so einem Spender. Da musst du immer so drücken und dann kommt da immer nur so wenig raus. Und irgendwie habe ich das Gefühl auch, dass das so schwer war, den Nagellack abzukriegen. Und deshalb habe ich mir einen neuen geholt. Der kostet unter 1 € bei DM. Finde ich richtig gut. Na, habe ich auch schon ausprobiert, habe einiges schon ausprobiert, habe auch, erzähle ich euch jetzt so, ne? Also. Dann habe ich mir gekauft, weswegen ich eigentlich zu DM wollte. Ich wollte von Balea dieses Retinol-Serum haben. Das hat mir Natalie vom Kanal Nord Beauty, ne, gesagt, das kannst du dir holen. Und das habe ich mir halt geholt, Retinol. Und dann stand daneben auch nochmal hier Vitamin C-Serum. Und da habe ich gedacht, wunderbar, das nehme ich mir auch gleich noch dazu. Ich zeige euch das mal. Das kann man morgens und abends auf die Haut machen. Das ist so richtig ein bisschen cremig. Ne? Seht ihr das? Mit so einer Pipette und so ein bisschen. Also ich finde das toll, weil das halt so ein bisschen auch Creme ist. Ne? So. Aber ist, wenn du das verreibst, sofort sehr, sehr dünn. Ist halt ein Serum. Ne? Finde ich richtig gut. Retinol, Kollagenserum. Dann das Vitamin C-Serum. Denn darauf gekommen bin ich dadurch, dass meine Freundin mir letztes Mal erzählt hat, sie war beim Hautarzt und wir sind ungefähr ein Alter und sie sagt, ja, ihr Hautarzt hat gesagt, was die Haut braucht in unserem Alter, ne? Das ist Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E und Hyaluron. Also diese Sachen, das braucht die Haut. Und dann habe ich erst mal geguckt. Diese Hyaluron-Tagescreme von Zin, also die gab es bei Lidl. Vitamin E ist da schon drin und Hyaluron. Und dann habe ich gedacht, dann brauche ich noch Vitamin C und Vitamin A. Ja, Retinol ist ja Vitamin A und da nochmal Vitamin C. Ich mache das jetzt immer so, ich nehme mir eine kleine Menge von der Creme und mache mir einen Hub Vitamin C und einen Hub Retinol rein. Vermische das schön und trage das dann morgens und abends auf die Haut. Ich habe für den Abend auch noch so eine Nachtcreme, ne, mit Hyaluron. Also die nehme ich Tagscreme, Nachtcreme und diese beiden dann noch so dazu. Kann man aber auch so auftragen und danach noch eine andere Creme, das steht da auch bei. Ja, die haben gekostet 4 € etwas, knapp 5 € pro, ne? Und ja, schönes Serum von Balea. Ich habe ja diese App CodeCheck. Heißt die Codecheck. Die hat Mira auf ihrem Kanal vorgestellt und danach habe ich mir die App geladen und das ist ganz, ganz interessant. Du kannst dann hier den Code scannen und dann sagt es dir gleich, ob es da ja, schädliche Stoffe mit drin hat, ob es bedenklich ist oder sogar sehr bedenklich und ich glaube sogar irgendwie sollte man nicht anwenden, hatte ich bei einer Palette. Das muss daran gelegen haben, da waren viele Rottöne drin. Kann sein, dass der Farbstoff vielleicht ungesund war. Ich habe mich dann in dem Fall nicht weiter damit beschäftigt. Habe erstmal nur geguckt, so wie die funktioniert, die App. Und jetzt benutze ich die ja immer, wenn ich mir was Neues kaufe. Und das finde ich toll. Die hier ist super gut. Die auch. Und das Einzige, was hier bedenklich war, ist das Retinol selbst. Weil Retinol ist ja Vitamin A. Und zu viel Vitamin A, da kann man Kopfschmerzen kriegen, Übelkeit oder Erbrechen. Und im ganz schlimmen Fall, wenn man lange Zeit eine Überdosis Retinol A hat, Vitamin A hat, dann kann das vielleicht die Leber schädigen. Na, also das ist aber jetzt, glaube ich, bei dieser Creme, das ist ja auch nicht so hoch dosiert, da wird nichts passieren. Die kann man bestimmt trotzdem benutzen. Nur ich würde jetzt kein Retinol als Kapseln oder so dann noch extra nehmen. Das kann dann mal schnell zu viel werden. Und deswegen stand das da halt. Aber die App kann ich euch empfehlen. Die heißt CodeCheck. Und ja, da habt ihr erstmal einen Überblick. Aber man sollte trotzdem nochmal selber danach lesen. Ne? Ich mache das dann immer so, das, was dann rot ist, bedenklich. Da gucke ich dann erstmal drauf, warum. Ne? Und dann gehe ich auch nochmal und google nochmal, was denn so dazu steht. Ob nicht, dass das nachher nicht alles so genau hinhaut. Aber es ist eine Hilfe, weil man ja
Also das sind ja alles Fremdwörter, ne? Auch Vitamin E. Da musste ich auch erstmal googeln. Das hat einen anderen Namen. Das heißt nicht Vitamin E. Hier steht also nicht Vitamin E drauf. Musste ich erstmal googeln und dann die Inhaltsstoffe gucken. Ja, genau. Und die war auch sehr gut von den Inhaltsstoffen her. Und von daher fühle ich mich mit diesen Cremes gerade gut aufgehoben. Na, man merkt ja erst die Wirkung nach einer Weile, ne? Wenn du die Creme 6 Wochen benutzt hast oder 5, 6 Wochen, dann so langsam merkst du erst, ob es wirklich was mit deiner Haut macht. So kann ich sagen, fühlt sich gut an. Na, schön weich, wie das halt ist, wenn man die Haut eincremt. Genau. Ich habe mir auch noch so einen Haarreif geholt. Ich wollte mal so, das sieht man jetzt auch kaum, ne? So ein bisschen unauffälligeren Haarreif haben, weil ich meinen Pony wachsen lassen möchte. Und vielleicht, wenn er mich mal stört, auch zu Hause oder so, mal schnell einen Haarreif rein bei der Hausarbeit. Na? Genau, deshalb habe ich mir einen Haarreif geholt bei DM. Dann habe ich mir diese Palette geholt. Ne? Glow von Essence, ne? Highlighter-Palette, zeige ich euch mal. Das sind die Farben. Und heute habe ich mir aufgetragen diese hier. Ne? Sieht man hier auch so ein bisschen. Ne? Also ich finde die richtig schön. Ihr habt auch so einen Spiegel dabei. So eine tolle Palette. Die habe ich bei Judy's Beauty World oder so heißt sie, ihr Kanal. Ich werde die mal unten in der Infobox verlinken. Die macht auch immer ganz tolle Videos. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Und das habe ich nämlich bei ihr gesehen. Und da habe ich gedacht, das nehme ich mit. Das ist echt toll für 4 Euro. Genau. Dann habe ich 2 Nagellacke mitgenommen von Catrice. Catrice Gold heißen die. Und die habe ich auch schon drauf. Ne? Dann sieht man gleich mal, ich bin ja immer neugierig, wie das aussieht. Ich muss immer alles gleich ausprobieren. Ne? Habe ich mir halt beide Farben jetzt drauf gemacht. Einmal diesen Goldton und diesen Bordeaux. Ja, sind schön. Die beiden habe ich mir geholt. Ich weiß gar nicht, die kosteten 2, 3 Euro oder so. Na, für meinen Sohn, ne? Der möchte immer Labello haben, habe ich noch mal Labello mitgenommen. Dann einen Anspitzer, weil mein Barberstift, der war ja schon ganz runter, habe ich auch schon ein klein bisschen damit angespitzt, aber so richtig spitz wird er nicht. Ich habe das Teil nämlich auch schon ausprobiert, also es ging gut. Ich kann das ja noch mal machen, ob das dann spitzer wird. Also es ist ja trotzdem noch so vorne platt, ne? Oh. Genau. Einmal hast du hier so ein Ding, kannst du dann aufmachen und dann. Mal gucken, ob das jetzt noch ein bisschen was bringt. Naja, nee. Okay, aber ich benutze ihn eh so ein bisschen als Lidschatten oder hier unten und dann, das muss nicht ganz so dünn sein, dann ist das okay. Ja, jetzt hat er gar nicht so gut angespitzt. Also, als ich das erste Mal gemacht habe, ging es auch besser. Ich versuche es nochmal. Ja, ich brauchte wieder einen neuen. Ich habe mit Anspitzern irgendwie nicht lange Glück. Ja, doch, ne? Ist auch ein bisschen spitzer. So soll er sein. Super, geht. Habe ich einen neuen Anspitzer mitgenommen. Ich glaube, der kostete auch um die 90 Cent. Ne? Genau. Also ein Anspitzer von DM, Eigenmarke. Was habe ich mir noch mitgenommen? True Skin, ne? Von Catrice, dieses Make-up, da habe ich schon öfters mal so in Videos oder in so Thumbnails gesehen, wo sie das so reinzeigen. Scheint ja was ganz Tolles zu sein, habe ich gedacht und habe das mal mitgenommen. Kostete auch 4 Euro etwas oder so, ja, ungefähr. Und das ist auch mit Hyaluron. Und das habe ich heute auch drauf, das erste Mal. Finde ich richtig, richtig gut. Ich habe ja sonst dieses Rival de Loop Hyaluron Make-up und das ist auch so flüssig, dieses auch, zeige ich euch auch mal. Ne? Ist auch ziemlich flüssig, aber, und der Ton, der passt auch richtig gut, den ich mir da ausgesucht habe zu meiner Haut, fand ich ja schon mal toll. Die deckt ein bisschen besser. Die deckt einfach ein bisschen besser als diese von Rival de Loop. Ne? Und manchmal braucht man das ja ein bisschen mehr Deckkraft, wenn man so rote Flecken hat oder irgendwas. Und dann ist die richtig toll. Also ja, ich bin erstmal sehr begeistert. Ne? Werde die noch weiter ausprobieren. Kann ich sagen, finde ich richtig gut. Die finde ich ja auch toll. Und von daher, weil die sind sehr ähnlich, also die fühlt sich auch richtig leicht auf der Haut an. Du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt, wer weiß, wie Make-up drauf hast. So, richtig schön leicht. Fand ich toll. Habe ich gesehen und gedacht, ja, kenne ich von YouTube, nehme ich mit.
Ja, ich glaube genau, diese hier habe ich mir noch gekauft von Balea. Das war auch 1 € etwas, ne? So kleine Shots mit Vitamin-C-Konzentrat. Kannst du dir auch, ich mache es meistens abends, auf die gereinigte Haut und danach meine normale Nachtpflege. Genau, fand ich gut, hatte ich schon mal und habe ich mir wieder geholt. Gab es noch was? Ich glaube, das war es schon, ne? Ja, dann war ich ja noch kurz bei Jawohl drin. Das ist ja so ein Laden, der ist ähnlich wie Action. Und ja, wenn ich Pinsel sehe, dann will ich mal mitnehmen, ne? Die hier hatte ich auch schon aufgemacht. Und ja, ich meine, man sieht es ja eigentlich schon. Und ich habe mir gedacht, dass dieser auf keinen Fall was ist. Und die sahen auch nicht doll aus. Aber welche ich gut finde, das sind. Da wollte ich mal so einen Applikator wieder haben. Und deshalb habe ich mir diesen, wegen diesem habe ich mir das geholt. Und dieser hier, den zeige ich euch auch mal. Dieser hier, das hat auch so eine, ja, weiche Gummispitze. Und da kannst du vielleicht auch mal hier so ein bisschen verblenden oder so. Den fand ich auch gut. So einen hatte ich noch nicht. Dann ist halt auch so ein Augenbrauenkamm dabei. Und noch so eine, die kann man immer gebrauchen. Und wie gesagt, den fand ich ja jetzt toll mit der Spitze und diesen Applikator. Ne? Endlich mal so ein bisschen längeren. Diese kurzen benutze ich immer gar nicht, die finde ich nicht schön. Aber dieser, das ist so ein bisschen, das fühlt sich an wie Silikon. So ja, schön. Finde ich gut. Die werde ich benutzen. Und die anderen sind für die Tonne. Ja, schaut mal. Na, sieht man das? Der ist ja auch schon völlig aus der Form, obwohl er ganz neu ist. Hier so ein bisschen zu breit und fühlt sich auch überhaupt nicht schön an vom Haar. Das ist ja Kunsthaar, aber wirklich ganz billig. Sieht man auch, ne? Ja, ist nicht schön. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Mal schauen. Und dann sind da halt noch zwei drin, aber der ist schon auch schon so verbogen aus der Packung. Und dieser hier ja auch, ne? Und ja, die sind auch so ein bisschen hart, ist nicht so ganz so meins, nee. Sind keine gute Qualität. Der geht vielleicht noch, aber der ist jetzt hier so breit geworden, der soll ja eigentlich schmal sein. Ja, und dieser Pinsel hier, der ist so ein bisschen hart, der piekt so fast. Finde ich nicht so schön. Ich mag es, wenn die Pinsel weich sind. Das ist keine gute Qualität. Aber ein paar waren dabei, die mir gefielen. Und das Baba Jawohl für 3 Euro. Und da habe ich gedacht, ich nehme das mal mit. Wegen diesem Applikator. Ja, den kann ich dann ja auch benutzen. Gut. So ist das dann. Ne? Wenn ich Pinsel sehe, denke ich immer, man kann es ja ausprobieren. Vielleicht sind sie besser, als man denkt. Aber es sah ja schon in der Verpackung nicht wirklich so gut aus. Naja. Na, es gibt auch manchmal Pinsel für den Preis, die richtig toll sind, aber bei denen ist das jetzt leider nicht so. Macht aber nichts. Es ging mir ja hauptsächlich um diese beiden, ne? Um diese beiden hier. So. Und voilà. Und dieser hier, der ist so ein bisschen spitz und auch so mit Gummi. Das ist so was, was ich noch nicht hatte. Genau. Ja, das war eigentlich mein Haul auch dann. Denn das war jetzt wirklich alles. Mehr fällt mir jetzt hier nicht auf. Ich habe leider auf dem Tisch auch noch so viele andere Sachen liegen, deswegen muss ich genau gucken. Aber nee, das war's. War ja auch nicht so viel, ne? Hin war ich wegen dem Retinol. Und wenn man erstmal da ist, dann stöbert man. Und ich war lange nicht bei DM. Und ja, hat Spaß gemacht, da mal wieder zu gucken. Ja. Okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.